Fangen wir mit meiner Arrowbar an. Müsste dann. Also die sind anscheinend alle hier. Also das alles, was ihr hier seht, Aldruin Manor District, ist anscheinend alles für Mitglieder von Arrowbar? Was ist das? Ja. Anscheinend alles Mitglieder von Haus Lalu. Dafür ist dieser Manor District. I've got better things to do, so if you don't mind, let's move this along. Ah Gott. Gut. Arrowbar Manor. Okay. Let's hear it. Alles reiches Pack hier. I've got better things to do, so. Come on. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. So, save das Ganze mal hier. Noch kurz im Browser. In den Bedrooms. Ist der Kollege. I've got better things to do, so if you don't mind. Achso, Guard Quarters, ja, da wird's kaum sein. Interessanter Armor allerdings. Hat ein bisschen was von Solstheim hier, diese Bärdinger. Sahen cool aus auf jeden Fall. Und wir haben Light Armor. Also würden wir uns ganz gut zurechtfinden, glaube ich, in Solstheim. Was den Loot angeht. Weiß gar nicht, was Stalrim Armor letzten Endes war. Es könnte Medium sein. Ah, da haben wir ihn. Oh, Seppen. Sieht gar nicht mal schlecht aus, so beginnt das Equip, was er hat. You must explain why you have come here and quickly. No speeches and excuses. Use your words with care, for I am a counselor of House Redoran and a very busy man with many duties and responsibilities. Klingt wie eine Cards Against Humanity Karte übrigens. I am not one to stand about idly while others chatter on and on about the most trivial of subjects. Yep. I have spoken with Athrun Sarathi. He believes your story and says you can be trusted. And I have known Athrun Sarathi since he was a child. And I have absolute faith in his judgment. Please accept my apologies for not seeking you out and accepting you at once. Forgive me also for believing these rumors about you being an Imperial spy. You have my vote. Ooh, Meiner Arrowbar hereby confirms I only love Orlesian Ladies Jr. as Hortator of House Redoran. Tell the other counselors that I have given you my blessings. Ooh. Eigentlich wollte ich damit jetzt weitermachen in der nächsten Session, aber ich meine, wenn das so leicht geht, dann alles klar. Dafür sind wir direkt in sein Schlafzimmer eingedrungen. Das nenne ich Commitment. Let's hear it. Und wir finden in einem Zug wieder raus. Irgendwas stimmt hier gerade mit mir nicht. What's going on? So. Meine Arrowbar war das. Guter Junge. Garissa Lethy. Das heißt, Lethy Manor. Ich meine, das habe ich auch schon gelesen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen. Vielleicht. Also mit Levitation auf jeden Fall. Na Gott. Pff. Levitation Time. Was war es? Bei P, glaube ich. Bei Pants. Wo ist es denn? Hier. Levitate. Good. Council Entrance. Genau. Lethy. Lethry. War der Name genau. Lethry. Und das sind dann Lethry Private Quarters. Also Bedroom ist ziemlich private. Könnte also sein, dass es die Private Quarters hier sind. Wahrscheinlich nicht. Private Quarters. Sehr schön. Also, schau mich an. Thanks. If you don't mind, let's move this along. I spoke... Geht das so schnell hier? I spoke with Athrun Sarathi. I like what he told me about you. You get things done and show good judgment. Your story is crazy, but your story doesn't matter to me as long as you can do something about Dagoth Ur and his servants. I'm making you my choice for Hortator of House Redoran. Okay. Das geht um einiges schneller, als ich das antizipiert hatte, aber ist mir recht. Könnte auch daran eventuell liegen, dass wir eine mittlerweile ganz gute Reputation haben.
Anscheinend bekommen wir einfach den Vote von denen. Was mich jetzt allerdings ein bisschen stutzig macht, ist, dass es wahrscheinlich dann umso schwerer wird, wenn wir gegen Baldwin Venom dann letzten Endes antreten. Also wir können den Storm Atronach summonen mit unserem Spear. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin. So, nächster ist Hlalen Remoran in Remoran Manor. Halt. Hier. Bam. Wäre aber auch ganz gute Architektur eigentlich für unser Haus. Wenn ich mir das gerade so anschaue hier in Redoran. Ach stimmt, es war ja nicht Haus Hlalu. Stimmt, das ist ja Redoran alles hier. Alles für Haus Redoran. Got it. Also da, wie angesprochen, ne? Wenn ich hier sehe, wenn man davon ausgeht, dass alle hier irgendwie in Haus Redoran sind und wir haben hier die Morakton Guildhall, dann... Also der schwarze Fleck auf der weißen Weste von Haus Hlalu ist, dass sie mit der Carmona Tong zusammenarbeiten. Und der schwarze Fleck auf der weißen Weste von Haus Redoran scheint dann der zu sein, dass sie mit der Morak Tong irgendwie zusammenhalten. Also, die haben sie alle nicht mehr alle hier, so viel ist sicher. Remoran. Remoran haben wir hier hinten, alles klar. Ah gut, wir werden sehen. Wir werden sehen natürlich, wie das Ganze hier zusammenhängt, wenn wir letzten Endes zu den einzelnen Häusern kommen. Wobei, ich glaube, da wir jetzt Hlalu beigetreten sind, können wir den anderen beiden nicht mehr beitreten. Bin mir nicht ganz sicher. Alter, mach Platz jetzt hier! Oh, Gott. Hast du sowas? Aber ja, ich weiß nicht, ob man den anderen Häusern noch beitreten kann. Vielleicht später im Game? Könnte gut sein. Aber momentan sollten die uns verschlossen bleiben, was ein bisschen schade ist. Aber ich würde gerne noch die ganzen Hintergrundgeschichten von eben Haus Redoran und von Haus Tel'Vanni dann noch mitkriegen. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwie so ein bisschen raus, mit was Haus Tel'Vanni dann letzten Endes zusammenarbeitet. Vielleicht mit Dargoth Ur dann, so Top 10 Anime Betrayals oder sowas. So, der befindet sich in den Private Quarters, wie die meisten anderen ebenfalls. Wahrscheinlich hier. Ja, genau. Jawohl. Who exactly are you? Aaron Sarathi has spoken of your good judgment and I trust him. I will vote for you as Hortator of House Redoran. Danke. Mittlerweile ist es schon ein Meme. Das waren alle, glaube ich. Meine Arobar, Garissa Lethry, Hlalen Remoran. Und... Ah, ne, einer noch. Bara Morvain. Okay. Ich bin gerade ein bisschen stutzig, weil ich gerade hier sehe, wie die Kollegin heißt. Die nennt sich Mistress Bara Morvain. Und ist ein Dark Elf. Sind wir mal gespannt. Morvain Quarters. Morvain? Sehe ich hier nirgendwo. In Redoran Council Hall. In Aldrun. Redoran Council Hall. Ah, okay. Genau, hier vorne direkt. Also hat nicht mal ein eigenes Haus, aber nennt sich Mistress. Oder wird Mistress genannt, je nachdem. Ey, ihr seid ja schlimmer als die Vivek Guards. Mal ernsthaft. Ja, gehen wir in die goldene Mitte. Einfach mal drei Eingänge, wobei die alle... Ja, okay. Das ist sehr gute Architektur. Das macht auf jeden Fall Sinn. Morvain Quarters. Haben wir nirgendwo hier, aber hier vielleicht. Redoran Council Hall. Schauen wir erstmal hier ein bisschen. Achso, ja, gut. Come on. I haven't got all day to stand around and talk to you. Das war scary.
Also, kein Scheiß. Ich war gerade. Hab gerade extrem viel Schiss gehabt. Safe. What the fuck war das? Aber gut, zumindest wurden wir direkt wieder hochgebeamt. Dankeschön an Scotty. Und in dem Fall nicht Scotty Pippen allerdings. Okay. All diejenigen, die nicht gut genug sind, anscheinend hier ein eigenes Manor zu bekommen, werden hier zusammengepfercht, so wie es aussieht. Barra Morvane. Trader. Nope. Ich glaube nicht, dass wir mit denen auch traden können, weil das nur wahrscheinlich für Gildenmitglieder ist, nehme ich mal stark an. Council Hostel, nope. Ah! Und wenn diese Guards sich irgendwann mal die Klappe halten, dann hau ich denen eine so mit meinem Spear zwischen die Kiemen, dass denen alles vergeht. Mistress. So, Hotthorn. Athens Arethi says he believes your story and believes you can be trusted. I still have my doubts, especially with these rumors that you are a spy of, for the Empire. Wer sagt das? Aber schau, ich kann mir vorstellen, wer. But life cannot be lived without risks. I agree, we need a Hortator and I see no better candidate than you. So let the record show that Counselor Morvane confirms I only love Orlegionidis Jr. as a Hortator of House Redoran. Shut up. Moment. Hab ich's gerade richtig gesehen? Die Kollegin? Ah ne, okay. Ich dachte, die hat nur irgendwie Kohle gehabt für einen von diesen exquisite oder extravagant Handschuhen, aber ne, hat beide. So, das war leichter als erwartet. Bin ich richtig? Nee. War leichter als erwartet. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen, den wir nicht überzeugen können, den wir umbringen müssen. Hier war's. Und das wird extrem lustig. Dafür müssen wir auch direkt nochmal zurück Richtung Vivek traveln. Und wir haben unseren Mark, glaube ich, da noch platziert. Schauen wir gerade mal. Ja doch, das müssen alle gewesen sein. Bolvin Venom brauchen wir dann wieder. Das heißt, der war genau hier in Venom Manor. Namensgeblich. Vielleicht können wir diese Männer unser eigen nennen, nachdem wir ihn hier schön malträtiert haben, denn genau das wird passieren. Auch direkt in der Nähe von der Morakthong Guildhall. Geh mal zurück. Er hätte Haus Lalu beitreten müssen. Da passt er ganz gut rein mit seinem Rassismus, der gute Venom. War er hier? Private Quarters? Mal gerade schauen. Bolvin Venom. Private Quarters, genau. Naja. So you have the support of all the other counselors for the title of Redoran Hortator. You have played your tricks with the other counselors, but they will not work on me. This has gone far enough. If you are not a coward as well as a fraud, I will put a stop to your ambitions at the arena in Vivek. I will meet you there if you dare face me in a duel to the death. Oh yeah, meet me in the arena in Vivek. There we will fight a duel to the death. Gerne, mein Freund. Hätte ich eigentlich direkt wittern müssen, dass irgendwie sowas passiert, wenn uns einfach mal so ganz sporadisch und einfach nur erwähnt wird, dass es so eine Art Duell, ein ehrenhaftes Duell gibt und dessen Duell bis zum Tod eigentlich extrem selten vorkommt. Hätte mich ein bisschen stutzig machen müssen. So, wir nehmen natürlich unser wunderbares Amulett. Wahrscheinlich wartet er schon in Seelenruhe da auf uns. Aber jetzt wissen wir auch, für was die Arena letzten Endes hier taugt in Vivek. Weil das sind keine Leute. Das ist ja das Lustige. In der Arena. Aber hey, wir machen eine kleine Show für die Leute, also why not? In the main event. A duel to the death. Oh yeah. Haben wir unseren Belt noch equipped? Ja. Gut. Dann mache ich hier schon mal... Turn Undead werden wir auf jeden Fall noch brauchen.
könnten sogar das hier auf ihn draufcasten. Das wäre lustig. Aber was ich eigentlich wollte, ist nämlich unser wunderbarer Fiendsbier. Als Spell. Und für den wunderbaren Storm Atronarch, versteht sich. Weil er ist auf jeden Fall Strats. Und ich glaube, die Arena war direkt rechts von den Foreign Quarters. Damit die direkt hier ihre Differenzen beseitigen können. Ich glaube, ja. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Ein bisschen wenig HP, aber ich meine, ja. Wir können ja hier dieses unseren Spell dafür einsetzen. Perfekt. Direkt wieder den Fiendspear equippen. Denn der ist auf jeden Fall Strats. So, Moment, ich schau gerade nochmal. Okay. Also er ist anscheinend extrem heavy. Ha. Er hat nur Melee. Das heißt, wir könnten auf Range gehen.